Kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro, der kleine Clown. Gleich gibt es Essen. Zieh schnell deinen Schlafanzug an. Mein Schlafanzug? Yam, yam, ich habe Hunger. Komm schnell Hände waschen. Das Küsschen von Mama sieht wirklich unheimlich schön aus. Ich habe keine Lust, es abzuwaschen. Oh, ui, so ein toller Lippenstift. Damit kann ich mir die Lippen bemalen, wie meine Mama. Teddy. Schminke ist nicht für kleine Teddybären da. Das ist lustig. Und mit der Gesichtscreme bin ich ganz weiß. Guck mal, Teddy, hier sind ganz viele Farben. Jetzt habe ich eine Maske auf. Trotro, essen! Yippie! Komm, Teddy, heute Abend gibt's Kartoffelbrei. Wir sehen lustig aus, was, Teddy? Warte, pass mal auf. Ein schöner gestreifter Umhang. Ein grüner Hut. Haha! Und hopp, ein blauer Regenschirm. Oh. Bist du das, Trotro? Ja, ich bin's. Guten Tag, meine kleinen Freunde. Hoppla, hoppla, juppala. Ich bin der Clown Trotro mit meinem Freund Teddy. Oh, bravo. Danke. Danke. Bravo, Clown Trotro, du bist sehr lustig. Ja, aber Clown Trotro hat Riesenhunger. Trotro träumt von Afrika. Da floh der Leopard zurück in den Dschungel und das Krokodil tauchte im Fluss unter. Das war's, Ende der Geschichte. Und nun malt ihr mir eure Lieblingstiere aus Afrika. Zuerst die Sonne, weil es in Afrika sehr heiß ist. Ich bin mit meinen Freunden in Afrika. Wir laufen um die Wette. Auweia, ihr lauft viel schneller als ich. Krokodil! Die wollen euch fressen!
ich so ein kleiner, starker Esel bin. Mal schnell zu Ende, Kinder. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe mein Bild aus Afrika noch nicht fertig. Aber wenigstens bin ich nicht mehr so unglaublich müde. Jetzt male ich meinen schönen Traum. Ich hab's! Klasse, mein Bild ist fertig! Toll, Trotro! Es ist wunderschön! Aber hast du nicht noch etwas vergessen da unten? Ach ja, richtig! Mein Name fehlt noch! Und dahin geht das tolle Bild von Trotro. Trotro sucht seinen Teddy. Ich hab Teddy verloren. Wo ist er nur? Ah! Vielleicht in den Büschen. Teddy, wo bist du? Wo versteckst du dich? Wo kann Teddy denn nur sein? Wo denn? Mama, ich hab Teddy verloren. Er ist verschwunden. Hast du denn auch überall im Haus gesucht? Ja, hab ich. Dann such auch mal dort, wo du noch nicht gesucht hast, Trotro. Gute Idee. Vielleicht hat Teddy sich ja in Papas Sessel versteckt, um mich reinzulegen. Also hier ist Teddy nicht. Ah! Vielleicht badet er. Hier ist Teddy leider auch nicht. Vielleicht hat Teddy Hunger. Was suchst du denn im Kühlschrank, Trotro? Was wohl? Ich suche Teddy. Aber da drin kann er doch nicht sein. Und jetzt mach schnell die Tür zu. Aber wo ist er denn dann? Oh weia, Teddy ist weg. Für immer. Teddy wird schon irgendwo sein. Du musst nur nachdenken. Hier, trink deine Milch. Die wird dir sicher gut tun. Mama, welchen Tag haben wir heute? Sonntag, Trotro. Warum? Ah! Ja, juhu! Ich habe ihn gefunden! Ja, yippie! Ja, juhu! Ja, endlich! Ja! Teddy! Ja! Teddy ist wieder da! Ja, juhu! Yippie! Wo hat er denn nur gesteckt? Na, Teddy lag natürlich in deinem Bett, Mama. Wo sonst? Das ist doch kein Geheimnis mehr, dass Teddy jeden Sonntagmorgen am allerliebsten mit Mama und Papa im Bett frühstückt. Ach ja, richtig. Mein kleiner Teddy, ich hab dich wieder. Trotro baut ein Haus. Heute mache ich mich besonders schön, weil Nana gleich zum Spielen zu mir kommt. Trotro? Ah. Nana ist jetzt da. Hallo, Nana.
Hallo, Toto. La 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 la. Willst du mein Spielzeug sehen? La la la. Hier, sieh mal, meine Trompete. Und das hier, das ist mein Ball. Und das hier ist meine Tigermaske. Ich mag viel lieber mein eigenes Spielzeug. Und hopp. Ich baue ein super-duper Schloss. Das wird Nana sicher gefallen. Soll ich dir ein tolles Schloss bauen, Nana? Ja, wenn du magst. Hopp. Wir spielen, dass das unser Schloss ist, ja? Dein Schloss ist ja zusammengekracht. Jetzt muss ich nur noch ein Dach drauf machen. Güte, du bist aber ungeschickt. Ich gehe. Na, wenn's so ist, dann baue ich eben ein Häuschen für mich ganz allein. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Wo bist du, Trotro? Was für ein hübsches kleines Haus. Gefällt es dir? Ja, sehr. Darf ich reinkommen? Wenn du möchtest. Ah. Willkommen in unserem Häuschen. Da hast du uns ein schönes Haus gebaut, Trotro. Trotro, der kleine Papa. Papa, Papa! Ich habe meine Stiefel ganz allein ausgezogen. Sehr gut, mein Kleiner. Bravo, Trotro. Und nun stell sie bitte noch in den Schrank. Ja, Papa. Papas große Stiefel, Mamas mittelgroße Stiefel und Trotros kleine Stiefel. Die von Papa sind wirklich sehr groß. Hopp, einfach reinsteigen. Holla, holla. Nur damit zu laufen ist nicht so einfach. Mit den Stiefeln habe ich Papas Füße. Hopp, hopp. Ich sehe alles undeutlich. Damit sehe ich von oben bis unten wie mein Papa aus. Guten Tag. Ich bin der Papa von Trotro. Oh. Guten Abend, Trotro. Also mal sehen, was gibt es Neues in der Zeitung? Papa spielen ist lustig. Guten Tag, guten Tag, liebe Frau Mama. Na sowas, wer kommt denn da in meine Küche? Ich bin es, der kleine Herr Papa. Guten Tag, lieber kleiner Herr Papa. Der kleine Herr Papa möchte gerne ein Marmeladenbrot essen, während er seine Zeitung liest. Mama! Oh. Ich bin Trotro und ich kuschle mit meinem lieben kleinen Teddy.
dir, mein kleiner Totro, hast du ein köstliches Marmeladenbrot zum leckeren Kakao. Jam, jam. Totro läuft das Wasser im Mund zusammen. Nein, ich bin Totro. Und das ist mein Teddy. Ist ja gut. Du hast ja recht, Totro. Ja, ich bin nämlich euer Totro. Und das ist sehr gut so. Und das Marmeladenbrot da ist für mich. Totro, gieß die Blumen. Ist das heiß? Oh, die Blumen. Was haben die denn? Guck mal, Teddy. Die sehen ganz müde aus. Und duften gar nicht mehr. Oh nein. Ist das heiß? Wasser ist sehr gut, wenn es so heiß ist. Oh, die Blumen, die brauchen auch Trinkwasser. Ich gebe ihnen was zu trinken. Ist das schwer? Oh! Puh, nicht der Sand hat Durst, sondern die Blumen. Mit dem Gartenschlauch geht das Gießen viel einfacher. Hier, Teddy, hilf mir mal. Achtung! Nein, nicht! Du blöder Schlauch! Getrunken, Teddy, aber die Blumen nicht. Schön langsam. Puh. Ich brauche viele Eimer Wasser. Viel zu viele, das schaffe ich niemals. Oh, Teddy! Meine Güte, Teddy, es regnet! Ja! Ja, Julia, es regnet! Wasser, Wasser! Sieh mal, Teddy, die Blumen sind gerettet! Vielen Dank, lieber Regen! Vielen Dank, lieber Regen, dass du uns hilfst! Totro nascht Himbeeren. Oh, die Himbeeren sehen lecker aus. Au, das piekt. Die schmecken ganz süß im Mund, weil die Himbeere nämlich schon reif war. Sie schmeckt so gut wie ein Kuchen. Kuchen, ja, hurra, yippie, ja, yippie. Mama, wollen wir nicht einen Himbeerkuchen backen? Gute Idee. Ich bereite den Teig vor. Und ich pflücke ganz viele Himbeeren. Ganz vorsichtig. Oh, du arme Beere, bist ja viel zu zerquetscht für einen Kuchen. Oh,
Die da ganz oben ist ja schön. Die ist viel zu groß für einen Kuchen. Hopp. Es sind so viele da. Ich kann noch ein paar davon essen. Die schmecken wirklich gut. Auweia! Mein Korb ist noch leer und ich habe fast alle aufgegessen. Zum Glück hängen noch ein paar dran. Jetzt habe ich aber ganz viele gepflückt. Mein Korb ist schön voll. Autsch! Oh, meine schönen vielen Himbeeren. Wenn sie zerquetscht sind, schmecken sie auch sehr gut. Oh, ich habe sie ja schon alle gepflückt. Ah, da hängt ja noch eine. Oh nein, meine Himbeere. Komm zurück, du dummer Vogel. Gib mir meine Himbeere. Ich hab sie doch zuerst gesehen. Du dummer Vogel, du. Sie gehört mir. Oh, da sind ja Pflaumen. Die sammle ich alle. Los, ab in den Korb. Mama, magst du auch Pflaumenkuchen? Ja, der schmeckt genauso gut wie Himbeerkuchen. Umso besser. Da wird Trotros Kuchen noch viel größer. Trotros Bett. Und der Prinz umarmte seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Trotro. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir, bitte, Papa. Was ist denn, Trotro? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Muah. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Trotro übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Trotro ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Oh. Raus da, das ist mein Bett. Wir haben ganz wunderbar geschlafen. Raus da mit euch. Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Trotro, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen. Warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen? Gute Nacht, Trotro.
pass gut auf dein Bett auf. Gute Nacht, Papa. Trotro, der kleine Tiger. So, Teddy, heute verkleide ich mich als wilder Tiger. Ich brülle wie ein Tiger. Ich springe wie ein Tiger. Ich bin gefährlich wie ein Tiger. Irgendwas fehlt mir aber noch, um ein echter Tiger zu sein. Jetzt bin ich aber ein richtiger Tiger. Ich springe. Ich bin gefährlich. Hab keine Angst, Teddy. So ist das. Tiger sind gefährlich. Ich habe einen richtigen Tigerhunger. Hab keine Angst, Teddy. Ich fresse dich schon nicht auf. Tiger fressen keine Teddys. Im Dschungel zu jagen ist schwierig. Aber ich kann es. Ich kann mich anschleichen. Ohne dass mich jemand hört. Ich werde mich verstecken, so dass mich keiner sieht. Das riecht aber gut. Tigerküsschen. Trotro wäscht sich. Trotro. Aufwachen! Trotro! Steh schnell auf und wasch dich! Oh Mann, bin ich noch müde. Zuerst, wenn man anfängt, macht's gar keinen Spaß. Kalt. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände. Das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt. Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen.
Man muss von oben nach unten bürsten. Ah, ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Schöne weiße Zähne. Gut siehst du aus, mein Totro. Gut siehst du aus, mein Totro. Totro, bist du fertig? Ja. Oh nein, du bist ja wieder ganz schmutzig. Geh dich schnell waschen, Totro. Aber das habe ich gerade. Tut mir leid, du musst noch mal von vorn anfangen. Puh. Alles noch mal von vorne. Zuerst, wenn man anfängt, macht es gar keinen Spaß. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände, das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt. Kalt. Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen. Ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Gut siehst du aus, mein Totro. Totro zieht sich an. Heute ziehe ich mich mal ganz allein an. Aber wo sind denn meine Sachen? Mama hat mir nichts zum Anziehen rausgelegt. Schade. Na egal, ich suche mir selbst was raus. In meinem Schrank gibt's alles, was ich brauche. Ich ziehe ganz viel an, das wird lustig. Mit der Unterhose fange ich an. Darüber die Hose. Das T-Shirt. Und darüber den Pullover. Und hopp. Jetzt sind die Socken dran. Zum Schluss noch die Schuhe. Die nicht, da muss ich eine Schleife binden. Die auch nicht, die drücken an den Füßen. Die Stiefel, die kriegt man am einfachsten an. Und hopp, man steckt einfach rein und sie rutscht von allein hoch. Und weil ich nach draußen will, brauche ich den Mantel. Was ist denn das? Mütze und Handschuh. Ach, da hatte Mama sie versteckt. Aber Teddy muss auch was anziehen. So, bitte, Teddy, wir sind fertig. Aber, oh weia, mir ist ganz heiß. Oh? Komm klatschen, Totro, das macht Spaß. Was? Richtig, es ist ja Sommer. Habe ich ganz vergessen. Mama hat mir meine Badehose rausgelegt. Ah, im Sommer geht das Anziehen viel schneller. Da! Jetzt nicht einmal nicht! Pass doch auf!
Trotro macht Komplimente. Was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Ah! Mama! 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 Ah. Mama, was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Naja, du könntest ihr ein Kompliment machen. Was ist denn das, ein Kompliment? Ein Kompliment ist, wenn du sehr freundlich zu jemandem bist und ihm etwas Nettes sagst. Danke, Mama! Aber bevor ich zu Nana gehe, muss ich erst einmal üben, Komplimente zu machen. Du bist wirklich der allerbeste Teddy auf der Welt. Komplimente machen ist ja einfach. Hübscher Ball, du bist aber schön rund. Ich kann gut Komplimente machen. Jetzt kann ich Nana suchen. Guten Tag, lieber Herr Apfelbaum. Sie sind aber schon groß und grün. Oh. Vielen herzlichen Dank für den schönen roten Apfel, Herr Apfelbaum. Mm, yum, yum, yum. Schmeckt sehr gut. Dankeschön. Und Sie, liebe gnädige Frau Schaukel, schaukeln sich super gut. Oh, da ist ja Nana, toll! Oh, ich traue mich nicht. Ich muss gleich noch mal ein bisschen üben. Kleines, hübsches Blümchen, deine Blüten sind wunderschön. So, das reicht. Jetzt bin ich soweit, Nana ein Kompliment zu machen. Hallo, Trotro. Nana. Du bist lustig. Du siehst ja aus wie ein reifes Radieschen. Hat Nana mir ein Kompliment gemacht? Ein Radieschen ist doch was Nettes. Nana hat mir ein Kompliment gemacht. Nana hat mich gern. Trotro fährt Rad. Beeil dich, Trotro. Ich will losfahren. Ich nehme Teddy mit. Wir fahren bis zum Baum und zurück. Alles klar. Ich komme. Jetzt fahre ich sogar ohne die Rechte. Ich auch. Guck mal, jetzt kann ich freihändig fahren. Ich nicht. Klasse. Pass auf! Oh! Und jetzt wird's noch schwieriger. Guck mal, Lilly. Ohne Hände und Füße. Ja!
Hast du dir wehgetan? Bisschen. Das Fahrrad ist kaputt. Komm, wir fahren zu deiner Mama. Kommst du, Trotro? Ja, gleich. Jetzt fährt der Drahtesel auf dem Eselchen. Halt dich gut fest, Fahrrad, sonst fällst du noch runter. Trotro und das Picknick. Heute machen wir ein tolles Picknick. Oh. Ah. Oh. Oh. Hilfst du mir mal, Lilly? Komm, Trotro. Unter dem Baum können wir viel besser picknicken. Zuerst essen wir die Schokolade. Wir teilen alles. Schokolade mit Weißbrot schmeckt gut. Mmh. Oh nein, sie schmilzt uns weg. Das ist normal. Schokolade schmilzt, wenn es so warm ist. Mmh. Geschmolzene Schokolade schmeckt auch gut. Hey, das gibt aber doll. Hier, wasch dir die Hände, Trotro. Du, ich hab noch Hunger. Du nicht, Lilly? Hier, Kekse mit leckerer Erdbeercreme. Mmh. Ah, die schmecken gut. Eine Biene! Beweg dich nicht, Lilly. Ganz ruhig. Weißt du, Lilly, Bienen mögen lieber Kekse als kleine Mädchen. Ich danke dir, Trotro. Du hast mich gerettet. Also jetzt habe ich Durst. Ich habe nur einen Apfelsaft. Aber ich habe zwei Strohhalme. Picknicken macht richtig Spaß. Oh ja. Oh nein, es regnet. Unser Picknick ist vorbei. Wir werden klatschnass. Komm unter die Tischdecke, Lilly. Da bleiben wir trocken. Hier, Kinder, ein paar Kekse. Mmh. Dankeschön, Mama. Mmh, yum. Ah, lecker. Also zu Hause picknicken ist auch klasse. Hm. Trotro geht Krebse fangen. Heute will ich mir mal einen Krebs fangen. Die Krebse findet man zwischen den Felsen. In Löchern, wo Wasser drin ist. Da ist ja einer! Oh! Autsch! Mhm. Na komm, kleiner Krebs. Los, rein da in meinen Eimer. Eine Herzmuschel. Und sogar eine Auster.
Vorsicht, der piekt. Huch, eine Muschel mit Bein. Und was ist das? Eine Miesmuschel. Und hopp, ins Wasser. Oh, da ist ein Seestern. Wie wunderschön. Hopp, in den Eimer. Oh, ein goldener Fisch. Wenn ich den fangen könnte. Oh. Komm her. Und hopp. Ich tue noch ein paar Pflanzen dazu, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Jetzt gehe ich und zeige Mama meine tollen Schätze. Oh weia, ist das schwer. Oh. Das kommt, weil mein Eimer so voll ist. Ich habe eine Idee. So, bitte sehr. Jetzt habt ihr ein großes Haus. Klasse, toll. So ist gut. Heiß. Ich brauche einen Schluck Wasser. Oh, es kneift. Was haben wir denn da? Das ist kein Prickelwasser. Das ist ein Kneifekrebs. Trotro und der Schneemann. Toll, es schneit. Jetzt kann ich endlich einen Schneemann bauen. Das geht ganz einfach. Und los. Rolle, rolle, kleine Kugel. Und jetzt ist die Kugel groß genug für den Bauch. Und für seinen Kopf? Na, ganz einfach. Da rolle ich eben noch eine Kugel. Und schon ist mein Schneemann fertig. Oh, du brauchst ja auch noch Augen. Bitte schön, mein Herr. Schon geschehen. Nun fehlt dir noch ein Mund. Die Nase nicht vergessen. Da hast du eine große Nase, damit du besser atmen kannst. Jetzt bist du ein richtiger, fertiger Schneemann. Brrr, ist mir kalt. Meine Hände sind eisig. Ich gehe jetzt lieber rein. Oh, aber du Armer musst ja auch frieren. Oh, bist du aber schwer. Da fällt mir was ein. Ich kann dich gleich holen. Also hier drin frierst du nicht, garantiere ich dir. Sag mal, was ist denn das für eine Pfütze? Hä? Oh, er zerfließt. Trotro, dein Schneemann fängt an zu schmelzen. Warum hast du ihn nur reingebracht? Hier drin ist es zu warm für ihn. Aber er hat gefroren, Papa. Ich wollte ihn aufwärmen. Trotro, wenn du deinen Schneemann behalten willst, dann musst du ihn im Freien lassen. So, bitte. Und gleich kommt eine tolle Überraschung. Sonst erkältest du dich. Gute Nacht, mein lieber Schneemann.
Ich träume von dir die ganze Nacht. Kuchen à la Trotro. Ich backe einen Kuchen. Oh, darf ich auch einen Kuchen backen? Aber gern, wenn du willst. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man Mehl. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man noch Eier. Pass doch auf, Trotro. Jetzt hast du nur noch zwei. Puh, Eier aufschlagen ist schwer. Toll, Trotro. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man natürlich auch Zucker. Ein bisschen. Noch etwas mehr. Aber bloß nicht zu viel, Trotro. Rühre, rühre, ich mache einen Teig. Rühre, rühre. Bitte, mein Kleiner, das Nudelholz. Und rolle, rolle, kleines Nudelholz. Rolle, rolle. Kleine Löcher, mit zwei Gabeln macht es noch viel mehr Spaß. Tick, 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 tick. Ich lege ganz viele leckere Sachen auf mein Teig. Zuerst Tomatensoße und zwar ganz viel. Und geriebenen Käse. Eine ganze Tüte voll. Das reicht. Mein Kuchen ist fertig. Fass den Herd nicht an, er ist sehr heiß. Mama hat meinen Kuchen in den Backofen gestellt, direkt neben ihren. Das duftet schon sehr gut. Oh, Mama, Mama, mein Kuchen ist fertig. Oh. Und hier kommt der köstliche Kuchen von Trotro. Papa darf natürlich meinen Kuchen als erster probieren. Sehr gern. Der sieht ja gut aus. Hopp. Lecker. Trotro, dein Kuchen ist gar kein Kuchen. Das ist eine Pizza. Eine köstliche Pizza. Ja, das ist die Pizza Trotro. Trotros Foto. Fotografieren, Trotro. Sei bitte lieb, Trotro. Omi möchte seit Monaten ein Foto von dir haben. Na gut. Und mach diesmal keine Faxen. Nicht bewegen, Trotro. Oh nein, Trotro. Du sollst still sitzen. Gut, gleich noch einmal. Kannst du denn nicht einmal gehorchen? Und hopp! Und rolle rückwärts! Rolle vorwärts! Aha, endlich sitzt du still und schön lächeln. Oh. Trotro. Das ist gar nicht lustig. Ich mach keine Faxen mehr, Mama. Ja, schön.
Perfekt. Du siehst sehr gut aus. Warte. Wieder nichts geworden. Ich habe eine Idee. Die Mütze, die mir Omi zu Weihnachten geschenkt hat. Ich setze sie für das Foto auf. Darüber freut sie sich ganz sicher. Schön still sitzen, Trotro. Ich bin wieder da. Ah, Papa. Oh, nein. Dann sehen wir uns mal deine Fotos an. Trotro macht aber tolle Grimassen. Alle Misslung. Wir können noch mal anfangen. Kein einziges Foto kann man davon gebrauchen. Nun können wir Omi kein Foto schicken. Hey, ich habe eine tolle Idee. Bitte sehr. Und hopp. Es gibt doch Klebeband. Da hast du ihn, Trotro von Kopf bis Fuß. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, das ist ein Puzzlefoto von Trotro. Trotro telefoniert. Ah, das ist Mamas Handy, das da klingelt. Und Mama will nicht, dass ich mit ihrem neuen Handy spiele. Hier, Trotro, für dich. Für mich? Danke, Mama. Pass gut darauf auf, Trotro. Ein Handy ist kein Spielzeug. Ja, Mama, ja. Hallo, Trotro, hier ist Lilly. Kannst du mich gut verstehen? Hallo? Ja, Lilly, ich höre dich gut. Wo bist du? Rate mal. Ich bin in einem Garten, wo ein riesengroßer Apfelbaum steht. Ich weiß es. Ich weiß, wo du bist. In meinem Garten und hast mich mit dem Handy deiner Mama angerufen. Warte auf mich, Lilly. Trotro, bring es mir bitte wieder zurück. Ja, Mama, aber warte, bis ich Lilly gefunden habe. Jetzt stehe ich unter dem Apfelbaum. Hallo, hallo Lilly, hörst du mich noch? Ja, Trotro, ich höre dich. Ich weiß, wo du bist. Lilly hat sich hinter dem Baum versteckt. Buh! Lilly? Lilly? Na, sag mal, wo bist du? Rate mal. Da, wo ich bin, riecht es schön. Ah, jetzt weiß ich. Du bist in der Küche, Lilly. Aber nein, ich pflücke Blumen. Blumen! Ah, jetzt weiß ich genau, wo du bist. Hä? Oh nein, das ist gemein. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Hallo, Trotro, kannst du mich noch hören? Nein, ich höre dich nicht mehr. Na los, steh auf, geh mal zum Sandkasten. Da wartet eine Überraschung auf dich. Eine Überraschung? Im Sandkasten? Ja, Trotro. Die eine Blume ist für dich und die andere, die ist für Teddy. Teddy? Wo ist Teddy? Ich habe Teddy verloren. Aber nein, sieh mal unter dem Apfelbaum nach. Ach ja, du hast recht, da hat er doch gesessen. Ja, der Arme. Aber woher weiß Lilly denn, wo mein Teddy geblieben ist? Weil ich hinter dir stehe. Ah. Und Teddy ist auch da. Du hast mich reingelegt. Hallo? Trotro? Ja, Mama, ich höre dich. Kann ich langsam mein Handy wieder haben? Ja, Mama, ich verabschiede mich nur noch von Lilly. Dann kriegst du es. Hallo, Lilly, hier ist Trotro. Ja? Wiedersehen und bis bald. Mach's gut.